Beim Schloss aus Welt 5 haben wir jetzt an sich die genau selbe Challenge vor uns, wie auch schon beim allerersten Schloss, aber mit dem einen Unterschied, dass wir jetzt dann im Kampf gegen Bowser gleich doppelt hin und her laufen müssen. So, böse Lache. Und dann gleich wieder die R-Taste gedrückt halten, die jetzt dann hier hoffentlich auch durchhalten wird. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich die R-Taste dauerhaft gedrückt halten muss, dass sie dann relativ gut funktioniert. Geht jetzt nämlich auch genau. Aber halt nur, wenn ich sie immer halt nur so einzeln drücken muss für halt einen Weit- oder Rollsprung, dass sie halt dann häufig Aussätze hat. Aber hier, wenn ich dauerhaft drücken muss, dann geht es eigentlich immer relativ gut. Hoffe ich zumindest mal. Okay. Also erstmal durch das Level jetzt hier irgendwie hindurchkommen, während wir uns dauerhaft ducken müssen, was auch schon nicht so einfach ist, weil es halt hier schon ein paar etwas fiesere Stellen geben kann, wo man eigentlich halt etwas schneller sein müsste. Aber leider kann man halt, wenn man dauerhaft geduckt ist, nicht so wirklich schnell durch die Gegend laufen. Es sei denn, man macht auf jeden Fall mal dauerhafte Roll- oder Weitsprünge. Aber wie wir David jetzt schon exemplarisch perfekt sehen konnten, ist es keine kluge Idee, die ständig zu machen, weil man halt dann auch fehleranfälliger ist. Und deswegen soll man dann doch die meiste Zeit eigentlich eher hier normal und langsam durch die Gegend laufen, es sei denn, man muss halt schnell sein. Aber ansonsten soll man dann schon hier das Ganze ein bisschen vorsichtiger angehen. Und dann die, das war auch schon knapp übrigens, und dann die eigentliche Hauptschwierigkeit kommt dann aber eigentlich erst im Kampf gegen Bowser, weil ich halt dann, wie gesagt, aufpassen muss, dass ich dann gleich doppelt hin und her laufe, also zum Tor, dann zum Teppich zurück und dann wieder zum Tor und dann wieder zum Teppich zurück und dann erst darf ich ihn besiegen. Also muss man dann schon auch gleich einiges machen. Deswegen ein bisschen Beeilung ist sogar ehrlich gesagt schon angesagt, weil nämlich dann der Kampf gegen Bowser auch ein bisschen dauern könnte, weil ich halt dort einiges machen muss. Und ich sollte deswegen, dann wenn ich bei ihm bin, noch relativ viel Zeit übrig haben. Deswegen, ich darf jetzt dann hier mir nicht so mega viel Zeit lassen. Ich muss mir jetzt auch nicht unbedingt ultra beeilen, das jetzt auch nicht. Aber das war sehr knapp auch wieder alles. Aber trotzdem sollte ich mich zumindest so ein bisschen beeilen, um dann noch gleich genügend Zeit für den Kampf gegen ihn zu haben. Mich am besten auch dann hier so schön durchrollen. Ist auch wieder riskant, aber es passt alles. Oh Gott, dann erstmal hier auf den sicheren Boden. Und dir auch ausweichen, das war auch sehr knapp übrigens. Das ist auch ein Hammerbruder. Also muss schon wirklich sagen, dass es hier wirklich einige Gefahren gibt. Und das auch an sich, wenn man jetzt nicht die Challenge spielt, dass dann hier das fünfte Schloss, oder halt das zweite Schloss, insgesamt das Schloss aus Welt 5, dass es auch schon wirklich um einiges schwieriger ist als halt das allererste Schloss. Und dann noch mit der Challenge obendrein, das macht es nicht so einfach. So, Hallöchen. Aber an sich dürfte jetzt, glaube ich, schon noch genügend Zeit haben. Würde mich jetzt schon wundern, wenn ich dann von der Zeit her es nicht mehr schaffen sollte. Das dürfte schon alles noch hinhauen, denke ich mal. Okay, also erstmal hier hin, auf den sicheren Boden wieder. Gut, Gegner habe ich ja hier erstmal keine mehr, außer halt Bowser natürlich, aber ansonsten halt keinen weiteren. Okay. Und dann muss ich eben gleich wieder dann zu diesem Teppich hier immer wieder zurückkommen. Und dann gleich zweimal da jetzt so entlang. Boah, der hat eine sehr hohe Reichweite mit seinem Schwanz, muss ich aufpassen. Und dann da eben zweimal dann halt zum Tor und wieder zurück. Und währenddessen dann allen seinen Angriffen irgendwie ausweichen. Was, wie gesagt, schwierig werden könnte, aber wir schaffen das schon. Okay, jetzt erstmal den Flammenwurf aus, war sehr knapp, den Flammenwurf ausweichen, weil ich dürfte mich schon genügend Zeit haben. Weil, wie gesagt, die Zeit, dann macht er genau dann die Wirbelattacke. Die Zeit dürfte jetzt kein Problem werden. Ich werde sogar mal die Zeit dann hier, oder halt diesen Versuch hier benutzen, um noch zu üben, um noch zu gucken, wie weit ich noch komme, wollte ich sagen. Aber dann bin ich gleich direkt in die nächste Flamme von ihm reingesprungen. Jetzt hat die R-Taste kurz aufgehört, aber ich glaube, das war gar nicht so sehr die R-Taste. Ich glaube, es war einfach nur mein Finger, der irgendwie ein bisschen nervös war. Weil ich halt jetzt dann doch hier dauerhaft schon auf die R-Taste drücken musste und die gedrückt halten musste. Was halt auch jetzt nicht so mega ultra angenehm ist. Deswegen, es wäre auch für meine Finger von Vorteil, für meinen Zeigefinger halt mit dem rechten, mit dem ich die R-Taste drücke. Es wäre für den von Vorteil, wenn wir die Challenge auch dann halbwegs schnell schaffen, ich jetzt hier nicht dann 5 Stunden dafür brauche. Aber das werden wir auch nicht brauchen, weil die ist jetzt nicht so ultra schwer. Die ist zwar schon nochmal schwieriger als die Challenge aus dem ersten Schloss. Eben aus bestimmten Gründen, die ich auch gerade eben schon ein bisschen genannt habe. Einerseits, da wir halt hier die doppelte Arbeit quasi machen müssen, wie bei der allerersten Challenge aus dem Schloss. Und halt auch schon das fünfte Schloss an sich schon um einiges schwieriger ist als das erste Schloss. Und weil das Level auch insgesamt länger ist, glaube ich zumindest. Also es kommt mir auf jeden Fall sehr viel länger vor als das erste Schloss. Und dementsprechend sind es halt alles dann so ein bisschen Faktoren, die dazu beitragen, dass dann diese Challenge hier wirklich schon um einiges schwieriger ist als halt die andere. Das ist immer sehr knapp, der Sprung da. Als die andere aus dem allerersten Schloss. Aber wir kriegen das trotzdem hin, hoffe ich mal. Vielleicht halt schon in diesem Versuch, wäre ganz cool auf jeden Fall. Mal gucken. So, jetzt wird er hier schön entlang gehen und dann gleich wieder zu Bowser erstmal kommen und dann ihm wieder Hallo sagen. Dem Hammerbruder ausweichen erstmal. Ich will ihn am besten gar nicht besiegen, was mir zu riskant ist. Ich will am besten nur hier nach oben, weil ich ja hier dann in Sicherheit bin vor ihm erstmal. Okay. Dann hier drauf. Hui, und da ist er wieder. So. Und letztendlich muss ich mich aber schon besser anstellen, weil ich habe es ja gerade eben nicht mal geschafft, überhaupt zum Tor zu kommen. Und da muss ich wieder den Weg auch ganz zurücklaufen. Das müssen wir jetzt dann gleich schon deutlich besser anstellen als in dem Versuch jetzt eben. Weil, wenn es so weitergeht, dann wird das nichts mehr. Und letztendlich muss ich mich da echt ein bisschen mehr konzentrieren. Okay, jetzt erstmal wieder hier hin.
Und aufpassen auf seine Schweifattacke, weil er wirklich eine sehr hohe Reichweite hat. Eine etwas höhere, als er vielleicht meinen mag. Deswegen, da muss man schon aufpassen. So. Okay, dann hier rüberspringen. Gut. Dann gleich wieder hier nach hinten. Sehr gut. Okay. Jetzt wieder erstmal kurz seinen Flammenwurf ausweichen am besten. So, aber es ist eigentlich kein Problem, wenn man sich konzentriert. Sehr gut. Oh, jetzt kommt er zu mir hergejumpt. Oh Gott, was machst du denn jetzt? Ich dachte jetzt, er würde auf seiner Brücke bleiben, aber er kam jetzt zu mir her. Das ist jetzt ein bisschen engboser, ne? Okay, jetzt komme ich aber dran vorbei an ihm. Das war jetzt aber schon riskant, finde ich. Jetzt stammt er dann hier. Ich muss halt echt ein bisschen aufpassen, weil ich das gerade eben halt ein bisschen zu riskant gespielt habe. Für meinen Geschmack. Und ich muss da ein bisschen mehr aufpassen. Okay, jetzt komme ich dran vorbei. Ich kann dann zum ersten Mal das Tor erreichen. So. Aber noch weiterhin den Flammen ausweichen. So, ich bin am Tor. Sehr gut. Gut, ich dürfte, wie gesagt, auch noch genügend Zeit haben, hoffe ich mal. Da ist wieder den weiten Weg zurück, aber der Rückweg ist an sich eigentlich leichter, weil es dort weniger wahrscheinlich passieren kann, dass halt Bowser in mich reinschampt quasi. Deswegen, der Rückweg ist, wie gesagt, ein bisschen einfacher. Ich muss halt nur auf die Flammen aufpassen, ne? Dass mich dann die nicht erwischen, weil dort dann viele von denen auf einmal kommen können. Zwar auch sehr knapp, aber es passt noch alles. Und ich muss jetzt dann gleich, auch wenn ich zurückspringe, auch aufpassen, dass ich jetzt nicht hier in die Feuerwelle reinschampt. Das wäre jetzt auch bitter. Aber ich bin am Teppich wieder. Okay. Gut, dann gleich wieder erstmal, das war auch sehr knapp. Ja, ist alles schon ziemlich knapp, ne? Muss man schon zugeben, weil halt wirklich es viele Gefahren hier gibt, wo man halt dann leicht mal getroffen werden kann. Deswegen, es ist schon immer noch sehr große Vorsicht geboten. Okay, erstmal wieder hier hin. Und dann wieder warten, bis ich gleich wieder eine Gelegenheit, komm nicht zu nah zu mir, eine Gelegenheit habe, an ihm vorbeizukommen. Habe ich aber jetzt. Ja, ich mach mal auch. Ich werde es probieren, aber es passt alles, okay. Dann gleich wieder einmal an ihm vorbei irgendwie. Und dann nochmal das Tor berühren, dann nochmal zurückgehen und dann haben wir es auch schon. Also könnten wir jetzt vielleicht hinkriegen. Es war auch wieder sehr knapp. Also ich muss schon zugeben, dass ich wirklich einige sehr, sehr knappe Sprünge schon hier hatte, die nur gerade so noch funktionierten. Aber an sich passt ja bisher noch alles. Okay, ich habe das Tor abgeklatscht. Gut, dann wieder zurück erstmal. Haben wir auch wieder auf Bowser, jetzt mich zu nerven. Okay, ich habe da einen Durchgang, sehr gut. Und zeitlich sind wir noch ganz gut dabei. Ich habe zwar jetzt dann gleich nur noch 100 Sekunden. Aber trotzdem dürften mir auch die 100 Sekunden noch im Normalfall ziemlich locker ausreichen, um es noch schaffen zu können. Deswegen, wie gesagt, zeitlich mache ich mir jetzt dann keine so ganz große Sorgen. Das sollte noch alles passen. So. Dann gleich wieder erstmal hier nach unten an den Feuerwellen vorbei. An den Hotheads. So, okay. Und jetzt dann gleich noch ein weiteres Mal dann zum Tor hingehen. Und dann können wir die Challenge auch schon beenden und haben es dann erfolgreich gemeistert. Wie gesagt, ich muss mir jetzt zeitlich keine so großen Sorgen machen, denke ich mal. Weil ich werde ja auch dann nach dem Bosskampf, wenn ich dann durch diese Teleportbox durchgegangen bin, werde ich da, glaube ich, nochmal eine Uhr auch bekommen. Deswegen, selbst wenn man dann die Zeit da fast ausgehen sollte, ich kriege noch eine weitere Uhr dann. Deswegen, das sollte alles passen. So, ich will noch kurz warten, bis er ein bisschen weiter weg ist und ein bisschen besser durchkommen kann. Bowser, hör auf zum Nerv. Oh Gott. Boah, war das knapp. Das war mega knapp gerade. Okay. Ja, das ist halt fies. Wenn er so nah an einem dran ist und wenn er dann Feuer speit. Aber wir können es beenden und nimm das. Puh. So, wenn jetzt dann übrigens meine R-Taste versagt, das wäre auch ziemlich bitter, weil ich muss dann noch dauerhaft auch die R-Taste gedrückt halten. So, tue ich aber, sehr gut. Und ich brauche sogar gar keine weitere Uhr mehr, weil ich es auch so dann locker noch schaffen kann mit der restlichen Zeit. Also es war schon ein bisschen knapp, aber kriegen wir trotzdem hin. So, das war schon das Ziel. Und dann haben wir auch diese Challenge dann erfolgreich gemeistert. Juhu! Aber wie gesagt, war schon echt deutlich schwieriger als die aus dem ersten Schloss. Aber trotzdem noch alles machbar. Gut, haben wir also das dann hinbekommen. Genau, und da kommen natürlich heute noch zwei weitere Challenges, nämlich dann noch die erste und noch die zweite noch aus Welt 6. Mal gucken, wie ich dann da so anstellen werde, weil ich dann auch wieder so ein bisschen eingeschränkt bin in meiner Bewegung hier in Welt 6.1 und Welt 6.2 ist ja auch super interessant. Deswegen vor allem auf die freue ich mich dann schon, aber auch die wird ganz interessant werden. Also mal gucken, wie das dann so ablaufen wird. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.